Ich schaue mir das mal an, ob wenn ich die Stellung verändere von dem Aufzug, ob sich da unten an den Fenstern was tut, an den Häusern, diesen beiden, die eigentlich bisher keinen Sinn hatten. So. Da lang. Und da hoch. Und da rein. So. Es darf sich keine Tür öffnen oder schließen, aber vielleicht macht auch das Fenster Geräusche, ne? Das weiß man ja nicht. Ich schaue mir jetzt alle Positionen mal an. Und hat sich da was geändert? Ah, das ist schon mal zu. Ah, ich kann mehr nicht sehen von hier. Ich glaube aber auch nicht, dass da irgendwas, dass sich da irgendwas noch tut. Wenn ich weiterlaufen würde. Jetzt hat sich auf jeden Fall eine Tür geöffnet. Oder irgendwas geöffnet. Nee, das Fenster ist weiterhin zu. Puh, könnte dieses blöde Gitterfenster denn noch sein? Ich habe keine Ahnung mehr. Was ist jetzt hier? Es ist hier offen und da ist auch das Fenster offen. Ich schaue mir jetzt nochmal genau an, wie ich klopfen muss, damit der das Fenster kriegen. So, weil ich habe das vorhin, glaube ich, verbockt mir zu. Mit dem zweimal rechts, das hat nicht gepasst. Ich mache einmal links. So, jetzt bin ich oben. Das ist ja der Ausgang, den ich dann benutzen werde, ne? Genau. So. Und jetzt mache ich hier. Wenn ich da bin, klopfe ich noch einmal nach links. Und noch einmal nach links. Und dann ist das Fenster da, genau. Also zweimal nach links klopfen. So. Zweimal nach links klopfen. Das wird ja irgendwo passen. Na komm, raus da. Zweimal nach links. So. Schlägel. Nichts passiert. So, kein Geräusch auf jeden Fall. So, da ist noch zu auf jeden Fall. Das kommt jetzt Sie ist auch nicht verschlossen. rein. Ja, aber hier die Fenster, die sind das nicht auf jeden Fall. Jetzt steht es aber definitiv richtig. Jetzt ist es nur noch in Anführungszeichen eine Frage, da dieses Fenster zu finden. Puh, was natürlich kein Mensch weiß, wo das ist. Puh. Schaue ich hier noch mal rein. Aber das. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Ja. Kann man wollen, wenn man will. Tja, wo ist das Ganze jetzt? Ist hier irgendwo Fenster? Also hier ist zu und das Fenster ist jetzt trotzdem erreichbar? Ist es wirklich dasselbe Fenster? Das fände ich jetzt schon wieder sehr komisch, sage ich mal. Da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht, dass das dasselbe Fenster sein könnte, weil der sehr unlogisch erscheint. Das soll dann vermutlich bedeuten, dass sich der Raum einfach nur dreht.
Das hätte man andeuten können. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Nein, ich komme nicht ran. Ja, so könnte das klappen. Klar, mit dem anderen kommt... Super, wir haben einen Eimer. Finally. Und noch was Unnützes quasi. Schwere Geburt. So, jetzt laufen wir da mal weiter rüber. Da rein, da hoch. So. Und da. So. So, ich habe jetzt zweimal nach links geklopft. Klopfe jetzt zweimal nach rechts, dann steht er wieder da. Eins. Zwei. So, und raus da. Jetzt steht der Fahrstuhl, denke ich, wieder hier. Und dann können wir den Eimer mitnehmen. Wundervoll. Ein Eimer! Noch ist nicht alles im Eimer. Nee, da ist noch gar nichts drin. Oh. Das Spiel ist, schwierig. So, ich hoffe, jetzt läuft es wieder ein bisschen an erstmal wieder, weil ich war ja die ganze Zeit schon wieder sehr ruhig, was mich selber ziemlich nervt, wenn ich ehrlich bin. Kann ich den Eimer hier am Wasserfall füllen? Nö. Ich habe jetzt andere Probleme als dreckiges Geschirr. Hat auch nichts mit Geschirr zu tun. Kann ich den Eimer in die Tonne stellen? Den behalte ich lieber. Ja, klar. Toll, ne? Das ist das, was dann halt irgendwie fatal ist. Man hat dann einen Eimer. Aber was zur Hölle macht man mit dem Eimer? Das kann einem dann auch keiner sagen. Also, ich komme da auch nicht dahinter. Wo könnte mir denn ein Eimer behilflich sein? Nützlich oder was auch immer. Und wir müssen auch noch ein so ein blödes Ventil finden irgendwo, ne? Kann ich den Eimer jetzt hier irgendwie auffüllen? Irgendwas? Nee. Hier. Eimer, Ventil, Hebel, Seil. Eimer an Hebel schmeißen? Ich könnte den Eimer wahrscheinlich an die Kette hängen, wenn meine Arme lang genug wären. Ich muss mir wohl was anderes überlegen. Okay. Das ist eine Kette. Ein komplizierter Mechanismus, na super. Das war mir nicht bewusst. Noch ist nicht alles. Was? Moment, das muss ich mir jetzt erst nochmal angucken. Was? Noch ist nicht alles im Eimer. Der sagt in seinem Spruch und kombiniert das einfach. Passt das jetzt daran so irgendwie so? Gut, haben wir also die ideale Verlängerung. Jetzt frage ich mich nur, was bringt das Ganze? Also das habe ich mir schon... Spot, springen wir doch... Nein, nicht weg. Spot. Auf da. Setz dich in den Eimer. Spot ist zu schwer, um ihn so weit zu werfen. Das muss ein Clown doch können, genau. Und wenn ich Spot jetzt... Ja, cool. Und jetzt? Das Gewicht des Eimers reicht noch nicht, um den Hebel zu bedienen. Alles klar, also, puh. Das Gewicht des Eimers reicht. Ja, und wie gesagt, mein Spot drin sitzt, aber dann fehlt mir immer noch das Ventil offensichtlich.
Wo könnte sich noch ein Ventil verstecken? Wo könnte sich noch ein Ventil verstecken? Wo? Puh. Wo haben wir noch ein Ventil? Ich habe noch eine Idee. Also in der Zelle ist ja wohl definitiv keines. Ich habe irgendwo so ein Ventil übersehen oder ich habe einen kompletten Raum übersehen oder... Oder. Ist da jetzt offen? Ich da irgendwas übersehen? Da hängt doch noch allerhand an den Wänden. Kerzenhalter, Steinscheiben, Schlachtplan. Puh. Da hing ja Spot dran. So, ist hier noch irgendwo ein Ventil, das ich übersehen haben könnte? Nein, eher nicht. Ah. Tja. Nun? Wo könnte es denn noch? Jetzt haben wir den Holzhammer. Den Holz haben wir nicht benutzt, um hier irgendwas zu machen, auf jeden Fall. Und ist der jetzt auch echt nur Deko? Ich weiß es nicht. Das Ventil haben wir. Ja. Das waren. Moment mal. Moment mal. Nicht, dass das, was wir hier jetzt gerade gesehen haben, irgendwas zu tun hat mit dem Mechanismus hier auch. Also nicht, dass sich die zwei Wände da gegeneinander verschieben, wenn ich da gonge und ich da eventuell noch an einen anderen Raum komme oder was weiß ich. Ich traue dem Spiel ja inzwischen alles zu. Ich benutze wieder Doppelklick, Schnellreisen. In der Hoffnung, dass es nicht allzu sehr stört. Weil das Gelatsche hier ist halt auf die Dauer echt, Gelatsche halt. Naja, nee, also da hat sich jetzt nichts geändert. Schade, das war jetzt so ein Gedanke irgendwie, dass das ja vielleicht zusammenhängen könnte. Dann ist halt echt, dann ist halt echt schon wieder Mist. Oh weia. Was tun? Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergehen soll. Huh.
Die Tür hier oben ist immer noch zu, vermute ich mal. Nein, fest verschlossen. Naja. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich schau mal ganz kurz. Ja, ich nehme jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden am Stück auf. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt einfach mal eine Aufnahmepause, weil ich hänge ja eh schon wieder voll fest und werde leise und so. Und das ist ja... Naja, ist nicht so schön. Auf jeden Fall... Ja. Ja. Beim letzten Mal war es ja total toll, ist schnell vorangegangen und sonst noch was. Und jetzt hängen wir schon wieder. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr im Let's Play. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Ciao!